So, da sind wir auch schon wieder. Ja, es ist jetzt für euch, es ist jetzt vielleicht gerade eine Woche vergangen. Für mich 20 Sekunden. Timer. Timer starten sofort. Neolium hat es gerade wieder vergessen. Ich dachte ja am Anfang, das war noch so ein kleiner, ja, das kann ja mal passieren, aber dass das so ausartet. Wir haben gerade, wie viel haben wir die letzte? 10 Minuten haben wir die überzogen, der letzte Episode. Da war ein Loch. Warum? Das weiß ich auch nicht, aber es war so. Hat mir nicht gefallen. Oh, wie ich mein Feld zerstöre, ist das dämlich. Wie viele Folge ist es jetzt? Ich hätte gesagt, die sechste oder so. Nee. Sicher? Wir machen jetzt die dritte. Was? Achso, von heute. Von heute. Ja. Das ist die fünfte. Oh Gott, ja, natürlich. Oh, und wenn ich an die ganze, wenn ich jetzt schon an, ich freue mich schon auf die Nachbearbeitung. Ja! So. Ja, Freunde, Let's Play ist nicht nur ein bisschen vor dem Rechner sitzen und ein bisschen lustig, tralalala und aufnehmen und so. Du sitzt, also ein Video braucht, wie viel waren es? Es braucht eine Stunde zum Rendern. Auf keinem schlechten Laptop, was man Auf eh keinem mal schlechten Laptop. kurz lassen So. muss, da hat er was Schönes. Und so, dann ist das erstmal grob gerendert. Dann ist erstmal die Audio, dann sind alle Audioaufnahmen eingefügt und alles durchgerendert. Ja, So, dann habe zumal ich was. Audio natürlich noch extra von mir kommt, also als Super So, extra. Neolium nimmt Audio extra auf. Das heißt, ich schneide das dann unter meine auf Fraps Aufnahme. So, und dann so muss es ja noch ein bisschen nachbearbeiten. Oh shit. Jetzt ist bei mir der Hacke kaputt gegangen. Nee, der Axt. Guck mal, wie einfach drei Skelette dort in meinem Holzhaus dort gespawnt sind gerade. Siehst du das? Nehmen? Ja. Diese Herrenrunde dort. Die sind jetzt alle scharf auf dich. Ich bin scharf auf deren. Oh, schön. Pfeile? Hoppla. Pfeile. Sehr gut. Das hat mir gefallen. Was soll ich sagen? Ja, und dann schalte ich quasi Neoliums Ton da rein. Ich habe dann, wie viel Gigabyte hat eine Fraps-Aufnahme? 36 oder 40 Ja, oder so? 36 für eine halbe Stunde. Übel. Eine halbe Stunde hat hier 36, genau, Gigabyte. Und das muss dann auch noch kompressiert werden und Ton noch ein. Das Verb habe ich jetzt zum Glück nicht gehört. Ich weiß. Das habe ich aber von jemand anders. Ich bin hier hinten kompressiert in dem Auto. So war das Zitat. Warte mal, ich kann mir gerade sehr gut vorstellen, wer. Nee, das ist niemand von hier. Ach so, okay. Hätte auch sein können. Ich bin hier hinten drin kompressiert. Nee, was sagen wir da? Das dauert schon eine Weile. Also mal auf Arbeitsaufwand gerechnet, braucht eine Folge 2,5 Stunden. Arbeitsaufwand. Inklusive Rendern, meine ich. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So. Und da muss ich mir noch einen YouTube-Uploader holen, dass das sozusagen nicht jede, wenn ich dir das hochlade, dann nicht dann manuell reinfüttern muss, dass es dann sozusagen das automatisch hochlädt. Macht's aber, macht der Movie Maker selber. Ja, aber nicht der Movie Maker, mit dem ich arbeite. Och nee, da steht ein Creeper vor unserer Tür. Das ist doch scheiße. Der ist drin. Der ist drin. Wer von uns hat die Tür offen gelassen? Ich. Ich kümmere mich gleich um unseren gebildeten Gast. Warum die auch immer reinrennen? Ich verstehe es nicht. Das ist auch, wo ich hier mal, die weißt du, als ich diesen Turm gebaut habe, diesen Leuchtturm bauen wollte, dieses runde Gebilde, wo das, was du auch gefunden hast, da war auch so, da waren Kühe und die rannten alle einfach zur Tür rein. Verstehe Ist ich nicht. wahrscheinlich die Ärger-KI. Was, die? Ärger-KI. Ja. So. Ich weiß nicht, wie viel Holz ich habe. Ich denke, ich habe genug. Ach nee, das war doch andersrum. Ach Mann. So, so, Hast du wieder gerade 50 Zauntürme so. gebaut? Ja. Nee, ich wollte gerade wieder Zäune bauen, hab's aber gerade vorher noch gemerkt. So. Erstmal Tür zu machen. Ist er noch drin? Nö. Komm wieder raus. Fand's zu langweilig. Ja? Ja. So, unser quietschebunter multinationaler Zaun. Kannst auch ausbessern. Na? Multinational, wie schön sieht denn das aus?
stirbst du. Wie ich meine eigene Rauchwolke noch gesehen habe. Warum kann ich die Sachen nicht einsammeln? Leggy, leggy, leck. Warum kann ich das nicht... Hä? Ich will das einsammeln. Oh. Hoppla. Ich will das einsammeln. Das ist festgeglitscht. Jetzt. Ich habe beides Mal deinen linken Arm getroffen. Guck dir mal deinen linken Arm an. Sieht schön aus, finde ich. War das gleich, oder? Das war gerade Dreiklang. Ja. Hoch und runter. So. Na komm, Stellung und Lage. Aber das sieht gut aus, der Arm. So. Große Terz und Quarte. Warte bei mir. Jonas. Ah! Da war er wieder. Ach übrigens, ich habe noch ein bisschen... Hier, warte mal, bleib mal stehen. Hier, komm. 64 Holz, unverarbeitet. Soll ich die dir mal kurz zu Holz machen? Ich mach die dir mal zu Planken. Du kannst auch gerne die Fläche noch mit Planken ausfüllen. Mach ich, aber ich brauche erstmal Planken dafür. Oh Gott! Plupp, was in den Inventar voll. Slime. Den höre ich auch. Hoch. Ach, immer diese einzelnen Blöcke, die überstehen. Wo ist der? Wo ist der Slime? Ist er despawned? Oh, bitte nicht. Huh, hier ist das Skelett. Naja, Holz habe ich ja jetzt genug. Erstmal wieder für ein paar Sachen. Spinne, es ist doch Tag, warum so aggressiv? Spinne, warum so aggressiv? I think I spider. Den wollte ich bringen, diese Folge. Hatte bloß noch keinen guten Grund. Tja, Pech. If you think you can beat me over the ear, you are wrong. Kannst du mich über dem Ohr schlagen? Kannst du mich übers Ohr hauen? Ach so. Beat me over the ear. So, jetzt muss ich mal kurz die Wandebene mit den Fenstern festlegen. Jetzt muss ich kurz gucken. Fenster. Hier. Ungefähr so? Ja, doch nicht Einzelfenster. Was da? 1, 2... Nein! Nicht zumachen! Das sollte doch ein Fenster hin... So, 2, dann wieder 2, Pause. Also nicht Pause, aber... Jo. Oh Gott. Ich bin gerade so unfähig, bin zu springen. Oh Mann, ich bin nicht so unfähig, gerade diese Lücke zu springen. So. Oh, nee, doch kein Creeper. Wie symmetrisch geworden ist, freue ich mich. So, jetzt muss ich kurz gucken. 1, 2. So. Ups. Ach, ich gehe mal Sand fahren. Ja, wir brauchen noch Glas. Das stimmt. Ich bräuchte mal einen Helm mit der Verzauberung Wasseraffinität. Kannst auch mal im Wasser ein bisschen was abbauen, ohne dass du eine Aggression kriegst. So.
Na, so wird das was. Ich bin für Glasscheiben, übrigens. Ich auch. Die sind nämlich schön billig. Hauptsache billig, ne? No? Geht doch nur um Kohle. Das trifft bei Minecraft ziemlich gut zu, eigentlich. Hey, Quatsch, wieso öffne ich denn die Kiste? Sand. Ich habe exakt 64 Sand abgebaut gerade. Gefällt mir. Ja, klickt auf gefällt mir und... Ups. Teilen. Abonnieren. Kommentieren. Mehr fällt mir nicht ein. Ja, wer klimpert denn hier eigentlich gerade wieder? Weiß ich nicht. Ja, das ist schon wieder... wagt. Juhu. Da ist aber jemand lebensfroh. Oh, und unfähig. Ist aber laut. Auf der Aufnahme wird man es vielleicht nicht hören, aber... Das Clip das letzte Mal hat man gehört. Oh, schön. Dann war es nicht ganz überraschend, als du auf einmal losgeschrien hast. Ja, ah, oh, gerade noch geschafft. So, hier, ich öffne schon wieder die Kiste, wenn ich ans Glas will. So ein Scheiß. Na, das war... So. Vielleicht mal schön vergessen, wie Glas ging, so. Wie kann man vergessen, wie Glas ging? Wie Glasscheibe ging, meine ich natürlich. Okay. Ich mach mal hier Fenster, ne? Ja, von mir aus. So. Nein! Oh, das Geräusch tut so weh. Was? Von zerbrechendem Glas? Mhm. Weil ich genau die Ressource sehe, die ich da abgebaut habe. Na gut, ja, verständlich. Ups. Wie langsam das brennt, das ist ja übel. Ich mal aufteilen. Nächstes Deck. So. Das passt. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie mache ich das jetzt? Das machen wir hier so zu. Nun siehe du zu. Na doch, es geht. Geht schon. Oh. Das war gerade weniger professionell. Ich will eigentlich die Dachgrundlage mal kurz schaffen. Eigentlich. Zack, zack. Man bekommt Erfahrungspunkte fürs Glas machen. Das ist mir auch neu. Das hat gerade Pling gemacht bei mir. Na dann, ja. Aber nur einmal. Ich habe jetzt das fünfte oder sechste Mal Glas rausgenommen. Das hat nur einmal gemacht. Nee, dann ja eben weniger. Hm. Na, immerhin der Korridor ist schon mal fertig. Ja. Nice. No? Nein! Kurz Türen machen. Hast du es gehört? Was? Das wunderschöne Geräusch. Hab's nicht gehört. Bei zerbrechendem Glas. Ah, oh, ich bitte um Vorsicht. Man sollte Glas nicht bauen, indem man die rechte Maustaste hält. Die rechte Maustaste? Ja. So, danke. Nur weil ich schwarz bin. Die Türen sehen aber elegant aus. Siehst elegant aus. Das war zum Glück nie Thema. Plum. So.
Und wieder ins Deckglas. So, 6 Stück brauchen wir. Wenn es so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück brauchen wir sogar. Wovon? Na, ja, Druckplatten. Richtig. Ganz so, warum die hell sind, wie sinnlos das ist. Ach, sieht doch ganz süß aus. Von innen auch noch, von die kann man ja machen. Aber das sieht, das behindert alles, diese scheiß, oh, diese blöden Druckplatten. Guck mal, da ist der Raum nur mit Druckplatten voll, der hier. Und eine Fackel. Naja, das gefällt mir noch nicht so. Na wohl, die müssen wir, die Außentür schon, die müssen wir schon machen. Die vielleicht nicht. Hier vielleicht keiner hin. So, ja, das muss es so, so ist es gut. Komm mal nochmal durch die Tür, bitte. Kriegst mal ein bisschen Material hier. Sehr gut. Da liegt noch mehr. Und noch mehr. Jetzt hast du. Jetzt hab ich's. So. Ich ziehe da meine. Ach, wir müssen auch überlegen, wo wir die Treppe hinbauen. Richtig. Wendeltreppe? Nee. Ich würde gerade Treppen nach oben bauen. Diagonale. Aber immerhin, sieht das schon mal ganz nett aus. Hm? Schön groß vor allen Dingen. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal machen? Ja. Nein, nicht schießen. Essen. So. Ah, ist noch eine Ebene drauf und dann die, dann die Decke. Das ist sozusagen zwischen Glas und dann noch. Nein! Mitbauen. Bin doch gerade dabei. Also jetzt noch eine Schicht drauf, so. So, ich bräuchte bloß mal ein bisschen Holz wieder. Ach so, warte. Na, da kannst du selber Holz hacken, geht jetzt. Ich könnte dich auch umbringen, da hätte ich mein Holz. Überlegst nein. Du? Überlegst, hast du jetzt gerade irgendwas in den Chat eingegeben? Nee. Scheiße, ich bin runtergefallen. Ich bin ja nicht so mies wie du. Mal bitte gleichzeitig springen. Jetzt. Danke. Gib mir mal Holz. Scheiße. Hier, warte. So kann man doch arbeiten. So. Wie jetzt schon wieder dunkel wird. Ja. Da wird definitiv was spawnen in unserem Haus hier. Ja. So, und die muss jetzt zugemacht werden hier. Das ist sozusagen die. Also so hätt's. Nee, so musst du nur oder nicht hin spammen. Ach doch. Also gerade, gell. Ja, ich wollte gerade schön fliegen. Das Holz wieder weggekrabbelt hast. Bäh. Sagt der Zombie auch. Ei! Ei! Ja, genau so, nämlich. Ei! Oh! Das sagt der Zombie nicht. Nee, ich hab's falsch gesetzt. Standbild. Ja, oh, lange nicht gehabt, oder? Hm, das ging gerade ziemlich gut durch, ja. Hättest du generell Standbild oder mal? Ja, ja. Am Anfang der Folge wieder alle 10 Sekunden.
Na super. Super, super. Da war er wieder. Mein Holz ist alle. Oh. Oh. Ah, oh, Standbild. Jetzt geht's wieder los. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich lasse immer mal was runterfallen ein bisschen hier. Ja gut, mit zwei Brettern hier komme ich nicht weit. Das klang jetzt wie ein Höhlengeräusch, bloß mit mehr Bass. Bloß komm, gib mal her, oder ich... Warte. Holz runter oder schieße. Holz von denen. Oh, wie es leckt. Wie es leckt. Na komm, nimm auf. Sehr gut. Ich nehme doch auf. Das ist jetzt eine gute Stelle für das Schlagzeug. Ja, es ist, das wurde auch eingefügt. Also gefügt. That's what he said. Schlagzeug. Schönes Crashbecken, ja? Mhm. Okay, gut. Na wohl, das müsste ja dann das White sein. Ah, ne, das machen wir mal lieber. Wie war das mit Musiker? Oh, ja, nee. Bau lieber mal ordentlich. So blub 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 blub, alle total verquer gebaut. Oh Gott! Das Holz reicht wirklich nicht. Ist übel, oder? Na, ich muss jetzt nochmal losziehen. Na dann zieh mal los. Oh! Ich dachte, der steht hinter mir. Ich dachte, der steht ganz genau hinter mir und dachte mir gerade, oh nee, wenn der jetzt explodiert, das ganze Glas ist alles weg. Ja. Nee, kann man überall nicht hin, weil hier alles voller... Na, warte mal, das Skelett da oben muss jetzt mal kurz dran glauben. Ha, wie es im letzten noch geschossen hat, naja. Schon beim Unfall, bei der Unfallanimation schießt es nochmal. Ich würde sagen, wir machen uns was ganz Feines. Oh Gott. Und Redstone-Lampen. Da kam mir gerade in den Kopf, wie das Rezept für Redstone-Lampen ging. Und da habe ich den Plan für die nächste, für Folge 50 gerade vorgesehen. Wie was? Redstone-Lampen gehen nur mit Glowstone. Nee. Womit dann? Oh! Stimmt, wir müssen ja auch da nochmal noch, in die Hölle. In der Tat. Was sagt die Zeit? 7 Minuten. Das passt alles. Was wollte ich jetzt suchen? Redstone hoch? Redstone hoch. Nein, das falsche Holz. Lampe. Ich komme mir vor, wie Vera entwehen. Einsatz zu verwenden. Was wirklich los, Dawn? Och nö, das ist doch unnötig. Gibt's irgendwas, was leuchtet und nicht gerade Glowstone braucht? Ich sehe gerade im Hintergrund so ganz zart mein kleines Traumhaus auf dem Berg. Das siehst du wirklich von hier aus, also deswegen du warst viel zu nah dran. Aber es ist erstaunlich, wie man das von hier sieht. Hm. Voilà. Zumindest sieht man jetzt diese Konstruktion, diese Treppenkonstruktion, richtig, die ich da hochgebracht habe. Sag mal, ich drück die ganze Zeit falsche Tasten, das Skelett. Au, boah, das kann nicht. Warum bist du eigentlich noch nicht gestorben? Full Iron, das hält schon ein bisschen was ab. Ich bin nackt. Ja, deswegen habe ich dich auch jetzt mal mit 2 Schlägen getötet. Oh, nee. Wieso? Seit wann ist denn Alt-W die Kombination fürs Minimieren bei Linux? Was soll das denn? Wieso der? Wieso der? Hör mir auf mit dem. Da muss ich noch böse Witze loswerden und da wird es im besten Fall auch noch ein paar in der Community geben, die auch aus der Region, und dann bin ich gleich wieder unten durch. Erst noch mit meiner Kategorisierung der Holzfarbe vor uns und dann. Das muss unbedingt ausgebassert werden. Ich habe übrigens eine effektive Version gefunden, das auszubassern, dass man den Originalton nicht mehr hört.
dadurch, dass du und ich dann in einer Audiospur sind, dann wird ich schalte die dann einfach stumm, solange der Buzzer klingt. Es geht. 6 Creeper. Okay. Aber Nummer 1. Oh. Nummer 2. Nummer 3, 4, 5. Au! Die töten sich gegenseitig. Ich sehe das. Das sieht gut aus. War eine gute Gruppe. Ja. Hat mir sehr gefallen. Allerdings sieht es ja jetzt auch wie aus wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Na, Vorsicht. Na, guck's dir doch an. Das sieht aus wie Bomben. Diese Bombenstimmung, ach naja, gut. Das sieht doch ganz nice aus. Oh, wenigstens hast du die Fackeln hier schön, na, hier drinnen nicht, aber im Korridor hast du die Fackeln wenigstens schön gesetzt. Wenigstens ein was man dir einfach macht. So. Ja, mich nervt das schon jetzt, dass die Tür nicht durch Druckplatten aufgeht. Was? Mich nervt das schon jetzt, dass die Tür nicht durch Druckplatten aufgeht. Welche? Na, die Innentür. Tja, notfalls müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Mhm. Oh, ich würde, wie unterteilen wir die Zimmer hier? Ein großes Zimmer machen wir ja sicherlich nicht. Ja, ich würde das als doch als groß lassen und in der Mitte so ein Treppenaufgang. Naja, das Problem noch, ist... Nee, ich würde einen Gang in der Mitte ziehen. Vielleicht, aber ja, nicht. Das könnte man fast machen, aber ich hätte nämlich gerne... ein Problem mit den Fenstern. Ja, ich hätte gerne doch wirklich eine Redstone-Konstruktion, dass man einfach auf den Schalter geht, dann das Licht geht an. Hier Fackeln. Könnte ich vielleicht meinen Kronleuchter machen. Hast du Tageslichtsensor. Was habe ich? Hast du Zäune da? Also Zäune sind noch übrig, wo ich so hab, weiß ich nicht. Da könnte ich mir vielleicht meine Deckenlampe bauen. Kronleuchter. Techcraft Mania, Teckenlampe. All rights reserved. Was? Hattest du die nicht erfunden? In einem anderen Let's Plays? Ja. Hatte ich mal. Ach, dann mache ich mir jetzt einfach welche. Wie ging Zäune? Holz, Stickies, Holz. Oh nee! Ich zeig dir das mal. Achso, Moment. 2 Minuten. Das heißt, wir müssten mal einen coolen Abschluss finden jetzt. Am besten ich töte dich nochmal oder so. Oh, jetzt ruckelt's. Wir müssen die Mitte vom Raum finden. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das überhaupt geht. Wieso ruckelt es jetzt? Nee, geht nicht. Witz, das ist doch nicht die Mitte vom Raum. Nee, ich weiß, aber so würde der aussehen. Der hängt viel zu tief, siehst du das? Mhm. Nee, geht nicht. Weg damit. Mach mal weg. Dafür mache ich hier Wandlampen. In welcher Höhe denn dann? Ist es zu tief? Na doch, es geht noch. Weil hier dran, so sehen die nämlich aus, so eine Wandlampe. So. Und dann so. Ja. Das ist ein bisschen hoch, oder? Das ist ein bisschen zu hoch. Die müssen tiefer. Mach mal weg. Naja, ich nehme selber die Axt, ja. Die hängen wirklich dann so tief. Dorthin. So. So. Tja. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ja, das sah aus. Falscher Name. Nimm mal anderes Holz für die Zäune. Dann wird's mir gefallen. Ja, toll, jetzt habe ich extra so viele Zäune in hellem Holz gemacht. Ah. Das ist dunkles Holz. Das ist egal. Na gut, wir sind eh am Ende jetzt, wir ne? Wir sind eh am Ende. Gut. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Und nein, hör auf! Nein! Du tötest mich nicht schon wieder. Wie ist gleich schwer zu. Tschüss! Ah!